Willkommen zurück, meine Lieben, zu der Axis Mega Staffel. Ich habe offscreen dieses ganze Ding hier ein bisschen umgebaut, so dass wir jetzt, abgesehen von dieser Strecke, die immer noch einspurig ist, alles jeweils zweispurig ist. Wir sehen auch, die Züge nehmen bereits die neue Spur. Und ja, vielleicht sollte ich das Gleis hier wegnehmen. Wäre besser gewesen, wenn der dahin geht. Naja, egal. Es ist, wie es ist. Ich denke, das müssen wir jetzt einfach mal abwarten, wie sich das Eisenerz verhält in Zukunft. Wir sind bei 3-3, wir versuchen uns das zu merken. Wahrscheinlich wird das nicht klappen mit dem Merken, aber ne? Ein guter Versuch ist auch was wert. Dann würde ich ganz gerne, nein, die Transparenzeinstellungen. Ich möchte die Bahnhöfe wieder sehen, weil die sind schick. Also sieht so aus, als würde der Luzern Mega Hub für den Moment ausreichen. Ich sehe nicht großartig viele Züge, die sich stauen beim Reingehen. Das ist schon mal gut. Diese Züge gehen oftmals hier wieder zurück. Das ist auch gut. Und hier verteilt sich das Ganze eigentlich auch ganz schön. Und auch hier haben wir eigentlich eine gute Verteilung. Sehr schön. Das sieht soweit auch ganz gut aus für den Moment. Hier müssen wir mal gucken, ob sich, ja, wie sich das weiter verhält. Die Züge kommen. Ah ja, es gibt immer wieder mal ein bisschen Stau. Ja, weil der Rückweg hier natürlich jetzt bis hierhin zweispurig ist, aber dann, das Problem ist, dass das ist vielleicht ein bisschen ein Bottleneck. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ist dieses Depot falsch positioniert. Bin mir noch nicht ganz sicher. Da ist unser Schnellzug. Der rattert auch zwischendurch mal wieder hier hindurch. Und muss dann aber abbremsen. Damit er sich mit den anderen Zügen einordnen kann. Aber gut, wir wollen jetzt natürlich nicht die ganze Zeit den Zügen zugucken, sondern wir haben noch hier ein Projekt. Und zwar haben wir diese Ersatzteile. Ich meine, ich habe offscreen noch die genaue Anzahl der Schiffe kalkuliert. Und das müssten diese hier sein, 3 Stück. Zumindest, wenn wir einfach nur diese Kohlemine, also dieses Kohlebergwerk, mit vierfache oder spitzenmäßige Produktion mit 80 Kisten alle 90 Tage versorgen möchten. So, was ich nicht tun möchte, ist jetzt die beiden Gleise hier rüber zu ziehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das jetzt zu tun. Wir könnten den Litauer Mega Hub dazu verwenden, einfach die Dinge zu droppen. Und dann sie mit einer Straßenbahn zum Beispiel hier durchzuführen. Ich glaube, das führt aber zu einem Ghetto plus. Ja. Ups. Hab ich aus Versehen drauf geklickt. Plus, der Zug, der hier verkehren würde, der braucht wesentlich weniger lang als 90 Tage immer hin und zurück zu gehen. Das heißt, wenn er nur alle 90 Tage 80 Kisten hier rüber transportieren wird, wird der heillos im Minus sein. Und deswegen macht das nicht so viel Sinn, das zu tun. Ich würde deswegen gerne die Ersatzteile direkt mit dem Zug hier hinbringen, weil das ist ein bisschen eine längere Strecke und vielleicht könnte das sogar profitabel werden. Ich glaube es noch nicht so wirklich, aber wir probieren es einfach mal. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal die ganzen anderen Gleise richtig machen. So. Dann fügen wir die alle hinzu. Und ich denke, wir machen das so. Aber er sollte hier durchgehen und zurück. Das ist jetzt ein bisschen doof. Weil ich möchte eigentlich diese Seite. Diese Seite könnte zum Beispiel zu diesem Wald hier rüber gehen. Ne?
Das würde eigentlich Sinn machen, dass man diese Lane für diesen Wald verwendet. Ich möchte aber, dass der Ausgang hier... Machen wir das einfach mal 4... Ja, so 4, 5. So. Nehmen wir die schon mal. Und... Jetzt kommen wir hier durch. Sagen wir 5, machen wir noch 6. So. Und dann hier ebenfalls 6. Und ich meine 6, wenn die Stationslänge ist, glaube ich, 6, genau. Das sollte die Züge nicht verlangsamen. Also, dann werden wir hier... wir werden keine Kohle anliefern, deswegen werden wir wahrscheinlich einen generellen Güterbahnhof haben. So einen kleineren, denke ich mal. So, nimmt Ersatzteile an. Ja, das sieht doch schick aus, oder? Das sieht doch schick aus. Eigentlich können wir das hier erstmal wegnehmen. So. Gute Sache. Da fährt sowieso jetzt nur ein Zug durch. Mehr gibt's da nicht. Deswegen brauchen wir nicht mehr als ein Gleis. Ja, mach das mal dahin. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das tatsächlich sinnvoll ist. Aber wir werden sehen. So. Wie gesagt, ich möchte nicht, dass der Zug hier hingeht und dann quer hier drüber fährt. Ich glaube, das ist schlecht. Deswegen machen wir was anderes. Für die Hinstrecke werden wir erstmal dieses Signal ersetzen. Und dann machen wir hier eine Abzweigung. Ich glaube, die Brücke machen wir erst nach dem Bahnhof. Das sieht sonst scheiße aus, wenn die Brücke über den Bahnhof geht. Machen wir die Brücke irgendwo hier. Nicht wahr? Machen wir die Brücke da. Dann können wir das eigentlich direkt hier weiterziehen. So. Nee, Moment mal, das ist falsch. Das ist okay. Dieses Signal muss anders. Diese Signale müssen anders sein. Die sollten auch wieder in die andere Richtung verkehren können. Wobei das eigentlich das ist eigentlich schlecht. Das sollten wir nicht tun. Wenn ich mir das gerade so überlege, sollten wir das eigentlich nicht tun. Wir können hier, dass es zusammenkommt, das ist okay. Aber ich hätte ganz gerne den Rückweg. Jetzt müssen wir schauen. Das hier wäre der Rückweg. Das heißt, ja, jetzt haben wir es hier direkt verkehrt rum. Das ist ein bisschen, soll ich das jetzt ändern? Ich werde das vielleicht offscreen ändern. Wir müssen jetzt nicht alles, muss nicht alles super sauber sein. Da kommt so ein Signal hin. Und... Nee, das brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ich will einfach, dass das hier nicht doppelspurig ist. Also das, ich will, dass es doppelspurig ist. Tut mir leid. Genau. So, dann... Werden wir hier auch noch Signale platzieren und das sollte dann okay sein.
Das heißt, beim Hinweg geht der Zug hier durch. Das Depot ist vielleicht ein Problem. Lasst uns das hier runternehmen. Wir machen ein Zugdepot hier hin. Ich möchte nicht, dass er, wenn er ins Depot muss, hier durchfährt und dann erstmal wieder hier zurückfährt. Das wäre schlecht. Das wäre schlecht. Alternativ können wir auch sagen, ich habe gerade eine Idee. Wir können auch sagen, bei diesem Signal, wenn nächster Auftrag ist Litauhöhe, dann verbiete. Oder Straf, verbiete. Ich hoffe, das geht. Okay, lasst uns das mal probieren. Wenn wir sehen, dass es nicht klappt, ich lasse das Depot mal hier, ich schließe es einfach nicht an. Wenn wir sehen, dass es nicht klappt, dann werden wir das Ganze nochmal umdisponieren müssen. Literhöhe ist von meiner Seite aus okay. Das heißt, wir bräuchten jetzt für die Ersatzteile eine neue Gruppe. Das wäre hier die Krone Frachthafen nach Litauhöhe. So. Und dann machen wir einen neuen Zug. Und zwar die schnellste Lokomotive. Wobei, brauchen wir wahrscheinlich eigentlich nicht, ne? Brauchen wir eigentlich nicht. Die Edwardian wäre die schnellste, aber die ist zu teuer. Wir sollten das Günstiges nehmen. Das Ding hält dann zwar den Verkehr auf, unter Umständen, aber ich glaube, immer mehr als 104 geht momentan so oder so nicht. Das wäre die Spinner. Die Spinner ist eigentlich ganz gut. Die ist relativ günstig. Ich meine, die kostet halb so viel pro Jahr wie die Edwardian. Das ist auch wesentlich günstiger als die Mogul. Okay, wir nehmen die Spinner. Wir nehmen den Breakvan. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen Ersatzteile. Und zwar 80. Platz für 80. Du hast eine Geschwindigkeit von 88. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Wobei, ich glaube, wir... Der ist halt wesentlich teurer pro Jahr. Aber der wäre schneller. Genauso wie der. Der wäre auch schneller. Der auch. Ja, ja. Wir wissen, dass er zu wenig Aufträge hat. Der wäre auch nicht schlecht. Der kostet 136. Die beiden sind die günstigsten. Ich denke, wir nehmen diese Covered Carriage Trucks. Dann nehmen wir 6 Stück. 6 mal 14 sind 60 plus 24 sind 84. Das müsste okay sein. Wir könnten natürlich mit dem direkt 80 anliefern. Das wäre natürlich das Geile. Aber ich weiß nicht, ob mir das Geschwindigkeitslimit gefällt. Wir nehmen 6 hiervon. Waggon kaufen. Ja. Ich weiß. 4, 5, 6. Okay. Das wär's. So. Umrüsten. Ersatzteile. Bis hierhin. Ohne Zwischenhalt. Und wir halten am Anfang. So, dann sollten wir einen Fahrplan machen. Und zwar 9. April. Wir fangen jeweils am 1. Januar an.
Ne, Moment mal. Geplante Beförderung. So, hier war's. Aktivieren. Abfahrtslots. 1. Januar. Dann haben wir 1. April. Wir haben 1. Juli. Und 1. Oktober. So, das sind die Abfahrtslots. Go. Okay, diese ist noch nicht einem Zeitplan zuweisen. Zeitplan 1. Kann man den umbenennen? Bearbeite Zeitplan. Ja gut, wie sollen wir den jetzt nennen? Ersatzteile 9 Monate? Keine Ahnung. Okay, das hat gepasst. So. 14 Kisten Ersatzteile. Das sieht so aus, als würde das schon mal funktionieren. Jetzt müssen wir den Zug noch in die richtige Gruppe reinpacken. Ich vermute, er wird ebenfalls Verluste machen. Aber wir werden sehen. Ist er gelb? Das ist schön. Okay, nehmt die richtige Linie. Ah, kommt nicht über 100 km/h raus. Ah, es passt. Das ist okay. Sind wir zufrieden damit. So, wie viel Profit? Ah, 18k. Und ist direkt. Hatten eine Panne. Super. Jetzt müssen wir warten, bis er wieder. Bis wir wissen, wie lange er. Was macht er da? Ach, er wendet. Er wendet. Er hat sich verirrt? Wie hat sich verirrt? Warum sollte er sich verirren? Oh. Ich. Ja, natürlich. Weil ich Noob. Das hier nicht angeschlossen habe. Natürlich verirrt er sich da. Ja, da geht es halt hier durch. Das ist in Ordnung. Okay, jetzt hat er sich nicht mehr verirrt. Und gleich müssten wir sehen. Wie lange er braucht. Sollte aber passen, denke ich. Okay, Leer kommt auf 104, beladen auf 96 km/h. 84 Kisten. Na? Fahrplan? Der geplante beförderte Auftrag sollte eine geplante Wartezeit haben. Warum? Das passt doch. Das passt doch. Verlasse wie geplant. Ja, das müssen wir dann nachher nochmal angucken, wegen dem. Warum klappt das gerade nicht? Warum hat er nicht gewartet? Geplante Beförderung. ...37 und 47 sollten. Sind weniger als 90, das ist gut. Vielleicht war er verspätet sogar schon? Das könnte sein.
Wir müssen das mal ein bisschen im Auge behalten. Anfangsdatum. Mach mal... ...1. Oktober. Ja, das passt ungefähr. Er hat hier immer noch 21. Hm. Das Fahrzeug ist derzeit pünktlich. Die geplante beförderte Auftrag sollte eine geplante Wartezeit haben. Zeit ändern 3. Hm. Okay, jetzt ist er wesentlich schneller gewesen. Er geht sofort wieder los. Spätung löschen. Okay, ich bin mir nicht sicher, was... Dieser Fahrplan ist noch nicht gültig. Warum nicht? Wir haben das doch bei dem einen Fahrzeug auch hingekriegt. Tut mir leid, das ist jetzt ein bisschen... warum klappt das hier? Fahre ohne Zwischenhalt und 0 Days lang bleiben. Ach, jetzt. Okay. Ich glaube, das passt. Und hier haben wir jetzt die vierfache Beförderungsmenge und deswegen fliegt uns hier alles um die Ohren. Fahrzeug nicht verfügbar. Wo war das? Das waren die Dinge. Was transportieren die? Kalkstein. Das sind die hier. Okay, Fahrzeuge ersetzen. Wir haben hier dieses Scammel-Modell. Das kann wesentlich mehr. Ich denke, wir rüsten direkt auf dieses Ding um. Go, mach das mal. Langenthal hat damit begonnen, hier ein bisschen was Ätzendes zu machen. Die expandieren hier nach Nordwesten und schneiden uns hier so ein bisschen ab, leider. Ich habe deswegen hier schon mal unsere Gleise weitergebaut, dass wir das schon mal haben. Weil ansonsten, ich glaube, wir können hier sonst nicht mehr großartig viel umbauen. Die haben jetzt hier überall... die haben überall Häuschen hingebaut, die Penner. Ah, ärgerlich. Egal. Also, läuft das jetzt? Jetzt müsste die geplante Beförderung eigentlich funktionieren. Okay, Ersatzteile müssen wir genügend haben. Okay, die hier müssen auch ersetzt werden. Das sind Luzern-Schmelzofen. Das sind die, glaube ich, die Roheisendinger. Okay. Upgraded auch auf diesen Scammel. Der ist zwar unglaublich unzuverlässig, aber vielleicht wird das noch besser. Okay. Erwartet. Und zwar bis Ende Dezember müsste er losgehen. Ich weiß nicht, ob es der 31. oder der 1. ist, aber so genau spielt es nicht so eine Rolle. Ja, 30. was, wie auch immer. Ist okay. 30. geht er los. Okay, das funktioniert. Sind wir zufrieden. Was ich als nächstes angehen möchte, ist diese Tar Sands Mine. Könnte man hier hinbringen. Und zwar geht das relativ einfach, glaube ich, mit dem Schiff.
Man muss einfach nur hier ein bisschen erweitern. Und das hier anheben. Und dann kann man bereits hier einen Hafen hinbauen. Nicht wahr? Braucht man hier noch eine Schleuse? Und vielleicht eine Werft? Und eine Boje? Und dann passt das eigentlich auch schon, oder? Dann kann man... Ich weiß nicht, was wir hier für ein Schiff nehmen. Wir müssen hier aber nicht... Ich meine, wir kriegen hier nachher eine vierfache Produktion hin. Das heißt, wir können was Größeres nehmen. Was ist das Schnellste? Der Castle Point Dampfer. War das nicht der, der so sündhaft teuer ist? Unsicher. Ja, der Altamira wäre wesentlich... Also ja, 40% günstiger. Hat allerdings eine weniger hohe Zuverlässigkeit. Umgerüstet sind es 240 Postsäcke oder 180 Tonnen Eilgut. Ich denke, das ist primär ein Passagierschiff. Oder was? Wir haben die hier im Einsatz. Was haben die hier? 180 Tonnen. Das ist eher mau. Okay, dann nehmen wir den Altamira-Frachter. Und zwar... da. So, du gehst hier hin. Machen wir noch eine zweite Boje irgendwo. So, hier dazwischen. Passt. Fahre zu... dieser Boje. Und dann hier hin. Und die Bojen zurück. Let's go. Genau. Hier brauchen wir eine neue Gruppe. Tar ist hier. Das ist okay. Neue Gruppe. Und zwar hier die Kon Tar Sands Mine nach Litauhafen ist Quatsch. Was ist das? Litten Carbon Black Plant. Okay, das müssen wir jetzt nochmal machen. Hier die Kon Tar Sands Mine nach Litau. Wie ist das Ding? Carbon Black Plant. Okay. So, packen wir das da rein. Und was nehmen wir für eine Farbe für Teer? Müsste ziemlich schwarz sein, ne? Grau. Grau. Kohle und Teer werden grau. Okay, ja, du kannst jetzt eigentlich schon wieder zurück. Weil es macht jetzt keinen Sinn, wenn du da leer hin und zurück fährst. Das ist Quatsch. Oh. Oh, die Lokomotive ist zu schwach. Warum erst jetzt? Wahrscheinlich hat sie hier eine Panne gehabt und dann hat sie Probleme. Ich denke, das ist okay. Er müsste... Er ist im April losgefahren, muss im Juli dann wieder losfahren. Ich denke, das sollte trotzdem ausreichen. Sonst haben wir zwischendurch halt mal keine vierfache Produktion. Ist nicht so, als hätten wir hier großartig... Wir sollten... ein paar von diesen Scammels kaufen. Rüsten die um auf Kohle. Geben den Shared Order mit den anderen.
Dann lasse ich den mal düsen. So, rein mit dir. Dann kopieren wir dich haufenweise. Und dann sollte hier ein bisschen was an Koks bei rauskommen und hier dann ebenfalls. Was hast du geladen? Ah. 196 Tonnen Liter. Okay, das ist in Ordnung. Ja, wir brauchen hier definitiv dann eine vierfache Beförderung, aber ich denke, darum kümmern wir uns dann in der nächsten Episode und wir müssen dann auch anfangen, hier das Koks zum Hub rüber zu bringen. Irgendwie. Und von hier aus denke ich mal ebenfalls. Und dann muss das Ganze hierhin. Das heißt, der Luzern Mega Hub wird dann noch weiter gestresst. Ich hoffe, wir haben die Kapazitäten dafür. Wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Northgate.